Hey und willkommen hier zum Die Sims 4 Jahreszeiten Cheats Video. Ich zeige euch in diesem Video, wie ihr die neuen Cheats mit Die Sims 4 Jahreszeiten anwendet, wie dem Wechseln der Jahreszeiten, wie ihr die neuen Fähigkeiten hochlevelt, ja, wie ihr die in den neuen Karrieren Gärtner und Pfadfinder befördert werdet, welche neuen Todesarten und Geister es gibt und wie ihr die Geister werden könnt in einem Rutsch und auch die neuen vielen neuen Bonusmerkmale freischaltet, die es sonst nur über das normale Gameplay gibt. Also wenn ihr cheaten wollt, dann ist das hier euer Video. Ja, und viele haben es sich gewünscht, dass es endlich Cheats gibt, mit denen man die Jahreszeiten ändern kann. Und die gibt es jetzt. Beachtet bitte, dass ihr, bevor ihr diese Cheats anwendet, am besten den Cheat Testing Cheats True eingebt. Dazu öffnet ihr die Cheat-Konsole mit Steuerung Shift und C. Dann öffnet sich dieses Fenster da oben und dann gebt ihr ein Testing Cheats leer und dann True. Alle Cheats findet ihr auch nochmal auf simfans.de. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Dann könnt ihr die rauskopieren und hier oben in diese Cheat-Leiste eingeben. Das würde ich euch empfehlen. Das mache ich jetzt hier auch so. Die Testing Cheats sind jetzt enabled und das erste, was wir uns angucken, ist der Wechsel der Jahreszeit. Wir sind hier momentan im Winter. Es gibt hier verschiedene Cheats. Man kann direkt in eine Jahreszeit switchen. Also wenn ich jetzt sofort den Sommer haben will, dann gebe ich den Cheat seasons.set_season und dann 0. Die 0 steht für den Sommer, 3 für den Frühling, 1 für den Herbst und 2 für den Winter. Ja, und wenn ich jetzt 0 eingebe, hier oben in die Cheat-Konsole, wie gesagt, alle Cheats auf simfans.de zum Nachgucken, zum Rauskopieren in euer Spiel dann auch, dann wechselt sofort die Jahreszeit in Sommer. Was ganz interessant eigentlich ist, weil im Sommer, wissen viele auch nicht, geht die Sonne später unter. Das heißt, die ist jetzt noch höher. Im Winter war die jetzt schon tiefer, habt ihr vorhin gesehen. Ne? Wir haben jetzt auf einmal dann auch hier den Sommer. Ja, das Wichtige dabei ist, vergesst hier nicht irgendwie in den Kalender zu gucken. Es kann sein, dass sich dann hier irgendwas verschiebt. Also achtet darauf, dass ihr im Kalender keine wichtigen Events habt, weil die sind dann halt weg. Im blödsten Fall. Ja, dann die anderen Seasons muss ich euch jetzt nicht zeigen. Wir ändern jetzt mal kurzerhand in Herbst. Das Wetter ändert sich dann natürlich auch entsprechend schlagartig dann nicht, weil wir jetzt ja noch Schnee haben und natürlich wird es dann wärmer und der Schnee schmilzt dann eigentlich bald. Aber ja, es ist nicht sofort dann der Schnee weg. Wir haben nur die Jahreszeit geändert, nicht das Wetter. Ich mache jetzt mal den Herbst, das ist Season 1. Und dann seht ihr das auch, ne, die Sonne schon ein bisschen tiefer auch. Ich finde das total cool, dass sie das so reingemacht haben. Also, so funktioniert das mit den Jahreszeiten. Man kann auch direkt in die nächste Jahreszeit wechseln. Dazu gibt man den Cheat, Advanced Season ein. Seasons.advanced_season. Jetzt sind wir im Herbst, ich gebe den Cheat ein, ist Winter, ne. Ich gebe den Cheat nochmal ein. Dann haben wir Sommer, wenn es funktionieren würde mit dem Kopieren und Einfügen. So, jetzt aber, ja, jetzt haben wir Frühling, genau. Und jetzt gibt es auch neue Fähigkeiten. Das ist einmal die Blumenbindenfähigkeit. Die Blumenbindenfähigkeit, die können wir jetzt unserem Sim geben. Der Cheat wendet sich immer auf den Sim an, den ihr hier aktiv habt. Also bei mir ist das jetzt hier die Sina aus dem Let's Play. Das ist ein Speicherstand für alle, die das Let's Play gucken, den ich natürlich nicht speichere. Also alles, was hier heute passiert, keine Angst. Passiert den Sims nicht. Das ist dieser ewig lange Cheat hier. Muss man sie wirklich rauskopieren. Also dann macht man irgendwas falsch, wenn man den abtippt, glaube ich. Wenn ich den jetzt eingebe, dann könnt ihr mal, könnt ihr sehen, hinten der 10. Diese Fähigkeit hat 10 Stufen. Und bei 10 ist das natürlich auf Stufe 10 der Fähigkeit. Und bei 5 ist es auf Stufe 5. Ich gebe jetzt mal 10 ein, dass wir die Fähigkeit maximieren. Und ihr seht hier auch schon, die Bestätigung kommt. Hier sind ja die Fähigkeit Blumenbinden perfektioniert. Ja. Dann gibt es noch eine versteckte neue Fähigkeit und das ist dieses Skating, also das Schlittschuhfahren und das Eislaufen. Und das ist der Cheat für die Skating-Fähigkeit. Die Fähigkeit Skating, die seht ihr nicht hier unten in diesem Menü. Also wir haben jetzt hier, wo ist die Blumenbinden-Fähigkeit? Wieso taucht die jetzt nicht auf? Blumenbinden, Daniel ist blind. Muss ich vielleicht kurz in den Live-Modus gehen oder wieso taucht die hier nicht auf? Ist die jetzt da endlich? Da, Blumenbinden Level 10 haben wir die doch. Ganz oben ist es. Es gibt aber einen versteckten Skill, wie gesagt, der taucht hier nicht auf. Aber wenn ihr diesen Cheat hier eingibt, der geht bis Level 5.
von 1 bis 5 könnt ihr hier die Zahlen eingeben. 0 ist natürlich dann, ne? Keine Fähigkeit. Dann laufen die besser Schlittschuh und fahren besser Rollschuhe. Und wenn ich jetzt das auf 5 mache, können die die ganzen Sachen, auch die Tricks und so vorführen. Ich mache das jetzt mal. Ich meine, das sieht hier gar nichts, aber ihr werdet dann merken, wenn sie Schlittschuh fährt, dass es dann wirklich viel, viel besser aussieht. So, normalerweise müssen die natürlich, ne, nach und nach einfach fahren und die Sims werden dann immer besser. Es gibt neue Karrieren. Einmal die der Gärtnerin oder des Gärtners. Wir haben jetzt hier die Sina hier schon in der Gärtnerkarriere. Gärtnerin Level 2 ist die. Und man kann jetzt mit dem Cheat careers.promote adult und dann unten Strich Gardener. So sieht der aus. Kann man die jetzt befördern? Und ja, hier seht ihr es dann auch. Wurde jetzt befördert auf Samensteuerin. Und nochmal den Cheat eingegeben. Nächste Stufe. Level 4 ist sie dann jetzt. Ja, Gärtnerin Level 4. Hier steht es auch. Dann gibt es noch die Karriere für Kinder und Teenager. Der Pfadfinder. Ja, die Pfadfinderin. Und diese Karriere, die kann man auch, in der kann man sich auch befördern. Und ja, dazu gibt man hier diesen Cheat ein. Ich muss das jetzt nicht jedes Mal vorlesen. Der Scout im Englischen. Und hier wird man dann auch befördert zur Greifenpfadfinderin. Oder jetzt in der nächsten Stufe dann zur Einhornpfadfinderin. Ja. So, und dann gibt es noch weitere Cheats. Und zwar gibt es Bonusmerkmale. Bonusmerkmale erhält man normalerweise nur durch das Erfüllen von Wünschen und zum Beispiel jetzt auch, wenn man die im Kalender, wenn man hier diese Feiertagstraditionen heißen, die ja erfüllt und abschließt. Und man kann sich dann durch diese Bonuspunkte, die man dann hier drin hat, in diesem Belohnungen-Store kann man die sich dann kaufen. Es gibt hier einige neue, wie an Hitze gewöhnt, an Kälte gewöhnt. Wir haben noch Wasserfest ist hier drin. Wir haben Sturmjägerin, wir haben Eisfest, Hitzefest. Und diese Merkmale, ich glaube, das waren alle. Ich bin nicht ganz sicher. Ich habe auf jeden Fall alle aufgelistet auf simfans.de. Hitzefest, an Kälte gewöhnt, Sturmjägerin, Wasserfest, Eisfest, an Hitze gewöhnt. Und ja, dann gibt es noch versteckte Bonusmerkmale. Eines davon ist Väterchen Frosts Baby. Ja, das ist ja auch eine Tradition, die man erfüllen kann. Und wenn man dann schwanger wird vom Väterchen Frost und das Kind bekommt dann dieses exklusive Merkmal, Father Winter Baby. Und das sieht man dann hier. Und das ist auch ganz interessant. Denn ich zeige jetzt auch nicht alle Bonusmerkmale, aber die hat man dann hier unten automatisch drin, wenn man den Cheat eingibt. Väterchen Frosts Baby, wow, Väterchen Frost ist tatsächlich der Vater von Lea. Das ist unglaublich, ob Lea wohl magische Fähigkeiten besitzt. Belohnungsmerkmal, mehr verrate ich dazu mal nicht. Das geht natürlich, wie gesagt, auch zu mit allen anderen Bonusmerkmalen. Ich zeige es jetzt mal an einem Beispiel hier, Trades Equip unten Strich Trade Burning Man. Das ist im deutschen Hitzefest. Hier hat man dann automatisch immer der aktive Sim. Achtet darauf nicht, dass ihr dem anderen Sim, den ihr gar nicht wollt, das Merkmal gebt. Das geht natürlich nur mit allen aktiven Sims. Ihr könnt die Bonusmerkmale nicht fremden Sims geben. Und es gibt dann nochmal eins, das Scouting Aptitude. Diese kann man auch nicht, wie das Väterchen Frosts Baby natürlich, nicht kaufen über den Belohnungen-Store, sondern das bekommt man nur, wenn man Level, wenn man das Maximum-Level, ich weiß gerade nicht, wie viele Level es gibt beim Pfadfinder, ich glaube 5, dann bekommt man das Scouting Aptitude, das ist die Pfadfinder-Eignung im Deutschen. Das ist auch ein Bonusmerkmal, wenn man das höchste Level der Pfadfinderkarriere erreicht. Und ja, der Erwerb weiterer Fähigkeiten wird leichter. Das heißt, man erlernt schneller andere Fähigkeiten, wenn man die Pfadfinderkarriere maximiert. Sehr coole Geschichte. Jetzt kommt nochmal was richtig Cooles. Der letzte Block hier nach den Fähigkeiten, Karrieren, Jahreszeiten und der Bonusmerkmale gibt es nämlich auch neue Todesarten. Und die Todesarten, das ist jetzt die Sina, unser Opfer. Ja, du stirbst jetzt gleich. Du wirst zum Geist. Es gibt drei neue Todesarten. Einmal das Ableben durch Hitzschlag, das Ableben durch Blitzschlag, das Ableben durch Erfrieren. Ja, und man kann dann jetzt
diese Geisterform dem Sim quasi equippen, wie wenn der, also equippen, Daniel und Deutsch hier wieder, man kann dieses Merkmal quasi dem Sim geben, ne, ihm zuweisen, und wenn ich diesen Cheat Overheat, jetzt Ghost Overheat eingebe, wird Sina sofort zum Geist. Guckt jetzt mal auf Sina, nicht blinzeln, und blub. Die ist jetzt sofort ein Geist, ist gestorben durch einen Hitzschlag, und dieser Hitzeschlag hat das Gras gebissen, weil er zu lange hohen Temperaturen ausgesetzt war. Das Coole ist jetzt auch, diese Sims haben auch, ja, so ein Hitzeflimmern hat die hier, das ist total cool irgendwie. Man sieht es so ein bisschen nur, das ist so ganz, ganz leicht. Die Farbe ändert sich natürlich weiterhin nur über die Emotionen des Geistes, das ist in Sims 4 so. Es gibt noch den zweiten Geister-Cheat, also er ist jetzt nicht nur gestorben an Hitzschlag, sondern wieder belebt worden und dann wieder gestorben, und zwar an Ableben durch Blitzschlag. Und das ist auch ganz cool, da guckt ihr mal so ein bisschen auf den Bauch, der dann so Blitze im Bauch hier, ja, das ist die zweite neue Geisterform. Dann haben wir noch ein drittes, und das ist Frozen, das ist Erfrieren, Ableben durch Erfrieren. Auch hier gibt es natürlich eine neue Geisterform mit so ein paar Effekten, und das ist ganz witzig, das sieht man eigentlich nur, wenn der Sim läuft, der hinterlässt Frostspur irgendwie. So ein bisschen Nebel sieht man da auch. Ja, nicht so gut jetzt. So, die Sina hat jetzt alle Ableben-Merkmale. Und es gibt auch neue Besonderheiten damit. Wenn man jetzt zum Beispiel einen anderen Sim anklickt, dann kann man durch diese Geisterart, wo ist jetzt die Interaktion? Das ist natürlich wieder der Vorführeffekt hier, ne? Wir haben zu viele Interaktionen. Man kann den Sim aufwärmen, wenn man zum Beispiel durch einen Hitzeschlag gestorben ist, kann man ein anderes Sims aufwärmen. Das geht nur, wenn der Sim gestorben ist durch einen Hitzeschlag. Ja, so sieht das aus. Das ist ganz cool, gibt neue Interaktionen. Wie gesagt, guckt das an mit Pferdchen Frost, das ist total witzig. Aber das sind, ich habe euch fast alle Cheats gezeigt aus die Sims 4 Jahreszeiten. So ein paar Bonusmerkmale haben wir jetzt ausgelassen, die habe ich nur kurz vorgelesen. Aber ja, das ist ganz interessant, bringt neue Spannung auch rein, wenn man das weiß, dass es sowas gibt. Vielleicht schaltet ihr das dann jetzt auch frei im Gameplay und cheatet nicht mal, wenn ihr das selbst erreichen wollt. Ich finde es total klasse, dass man jetzt endlich die Jahreszeiten auch abwechseln kann und dadurch auch schöne Screenshots vielleicht machen kann. Dafür benutze ich die Cheats. Im Let's Play werde ich größtenteils nicht cheaten, bis auf ein paar kleine Ausnahmen, wenn mal irgendwas wieder rumbackt oder so. Und ja, alle Cheats, wie gesagt, auf simfans.de. Guckt da mal rein, es lohnt sich. Da habe ich alle Cheats für euch zusammengestellt, zum Rauskopieren auch und dann ja, zum Einfügen. Einfach markieren, kopieren und dann hier oben in diesem Feld mit Steuerung V bzw. Command V auf dem Mac einfügen, und dann habt ihr die sofort im Spiel. So mache ich das immer. Okay, wenn ihr noch Fragen habt, gerne kommentieren. Wenn, ja, eure Meinung zu diesem Video gerne auch kommentieren, ob ihr euch sowas öfter wünscht. Ich habe ja eigentlich zu anderen Packs auch Cheats-Videos gemacht, und ja, bis dann, ihr Cheater. Macht's gut. Ciao.